auf. Einzige, was da nicht kaputt gehen darf, ist dein Kopf, dein Geist. Und dein Geist ist immer das, was du bewahren. Und irgendwann hat dich das so gefangen, dass du da nicht mehr rauskommst. Yo, Leute, alles fit, geht euch gut, alles fit, Leute. Heute geht's weiter mit dem Let's Play. Ich möchte heute als allererstes, es ist mir vorhin schon aufgefallen, ich will heute einmal kurz hier alles zu Eisenblöcken verkraften. Das ist ja mal so schlimm, dass da alles in Ingots drin ist, vor allem weil die Kisten halt irgendwann auch voll werden. Und dann habe ich gleich auf jeden Fall im Anschluss noch vor, heute diese Treppe zu bauen. Das ist uns vorletzte Folge aufgefallen, dass hier eine Treppe fehlt. Die ist hier, und zwar die hier. Und die ist einfach nicht da. Die fehlt einfach. Die muss ich unbedingt noch bauen, weil das ist extrem wichtig, finde ich, dass der Abteil da dann auch fertig ist, weil sonst ist er natürlich nicht fertig und das wäre dann etwas sehr strange. Wir droppen hier einfach mal das ganze Eisen hin, damit ich das nicht immer direkt da rausnehmen muss. So, und so schnell wird aus zwei oder fast zwei Doppelkisten Eisen gerade mal 2, 4, 6, 8, 9 Stacken, wo man... Ich bin einfach arm. Ah, nicht 9 Stacks, sondern 9, fast 10 Stacks. Übrigens, also als kleine Zwischeninfo, ich nehme das erste Mal mit meiner Brille auf. Irgendwie ein bisschen komisch, weil hier sieht alles so klar aus. Selbst wenn ich auf meinen Nebenmonitor gucke, sieht die Aufnahme übel krass aus. Und tatsächlich, Alter, eine Brille ist ja wirklich... Also Brillenträger werden es kennen, aber nicht Brillenträger halt nicht. So eine Brille ist ja wirklich, als würdest du dir einen neuen PC kaufen. Du hast so voll den Schrott-PC gehabt, ne? Hast so mit der Grafik auf gar nicht, also auf komplett scheiße gespielt. Du hattest gefühlt keine Grafik, Alter. Und dazu kommt dann noch, dass du keinen Shader hast, wie ich jetzt. Und dann kaufst du dir so einen neuen PC, Hammer, alles geil. Und freust dich richtig, weil du einfach einen neuen PC hast und die besten Grafiken deines Lebens spielen kannst. So ist das ungefähr für mich. Ich sehe einfach so scharf, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gefreut habe, als ich diese Brille auf hatte. Ich habe direkt so alles richtig scharf gesehen und an sich fürs Zeichnen. Also ich zeichne ja bisher. Und dafür braucht man ja oft auch so ein gewisses 3D sehen wenigstens, wisst ihr? Dass man so weiß, jo, das Vordergrund, Hintergrund, so mache ich das, dass es 3D wenigstens so ein bisschen aussieht. Und das hatte ich vorher nicht. Ich habe das vorher irgendwie nie erkannt. Und jetzt durch die Brille, Alter, ihr glaubt gar nicht, wie hart ich 3D sehe. Ich bin einfach eine Maschine, was das angeht. So genau, ich weiß noch, dass ich vorhatte, hier diese Dreiertreppe zu bauen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir dort ordentlich hochkommen, dass die Treppe auch natürlich passend dort ankommt. Und die Frage ist, wollen wir die Treppe hier ankommen lassen oder... Na, ich glaube, hier ist schon ganz gut. Ich glaube, das passt schon. So, heißt, die Treppe verläuft dann im Prinzip hier einfach lang. Oh, ist falsch. Die verläuft dann so. Und dann hast du hier noch 3 Stufen, um hochzukommen. Heißt, wenn wir hier unsere Dreierballons haben... Heißt so, dann ist das doch hier schon mal ein Top-Aufgang. Damit kann ich nämlich auch dann gut arbeiten, beziehungsweise kann damit jetzt auch direkt arbeiten, weil ich dann hier schon die einzelnen Balken und die einzelnen Baumstämme, kann man das so nennen, die einzelnen Baumstämme setzen kann, die ja gesetzt werden müssen, damit es hier wenigstens so ein bisschen gut aussieht, du. Aber das ist natürlich jetzt hier richtig blöd. Ich würde sagen, da setzen wir einfach einen ganz normalen Block. Hier muss dann natürlich, stimmt, oh mein Gott, wir dürfen gar nicht vergessen, hier muss ja natürlich ein Mix rein, von den Treppenstufen her, dass wir hier nicht immer das gleiche haben, sondern auch ab und zu Stein reinbringen, weil der Stein gehört ja hier absolut dazu. Das hätte ich jetzt zum Beispiel fast komplett gerade aus dem Augenwinkel verloren, dass hier wirklich der Stein noch rein muss. Leute, das Ding ist, ich habe gerade... Kennt ihr Prinz Markus? Ich kannte den vorher nur so durch Memes und sowas. Er hat ja auch diese Werbung gemacht, diese Ich-bin-reich-Werbung. Kann ich hier kurz mal einblenden? Und ich scheiß auf alles. Diesen 600.000 Euro Rolls-Royce habe ich in einem Monat verdient. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Ich zeig's dir. Und dadurch ist er so ein bisschen, naja, bekannt geworden. Ist aber auch schon viel früher übelst aufgefallen und alles. Und da gab es ja irgendwie Beef zwischen Justin, der hat ja früher auch mal Minecraft-Content gemacht, wusste ich zum Beispiel auch eine übelst lange Zeit nicht. Und jetzt macht er ja Modo und sowas. Und die hatten ja irgendwie nicht ein Beef, aber Justin hat ihn ja immer kritisiert und sowas. Oder kritisiert, ich weiß nicht, ob man das kritisiert nennen kann. Ich würde eher sagen, so ein bisschen verarscht in seinen Reactions und sowas. Und jetzt hat Tim Gabel den interviewt und eigentlich bin ich ein Typ, ich gucke gar keine Interviews, ne? Also ich finde das auch immer extrem langweilig, weil mich andere, ich will nicht sagen, dass mich andere Menschen nicht interessieren. Ich weiß nicht, ich habe nie so ein richtiges Interesse danach zu wissen, wie ein anderer gelebt hat oder wie er dazu gekommen ist, was er jetzt ist. Ich beurteile sie eher danach, was sie jetzt sind und nicht nach ihrem Werdegang oder nach ihrer Geschichte, auch wenn die manchmal echt interessant ist. Aber
jetzt direkt, da ich sage, ich gucke ein Interview, was 2 Stunden geht oder so, bin ich eigentlich gar nicht der Typ für. Und heute habe ich, als ich gesehen habe, dass er das Interview gemacht hat, habe ich das direkt reingezogen. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, wie gesagt, ich bin ein Typ, der guckt so eine Videos eigentlich gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß nicht warum, aber das habe ich so interessant gefunden. Das war aber auch an sich übelst interessant, fand ich. Und irgendwie war es auch sehr unterhaltend. Keine Ahnung, wie das sein kann, weil ich ja eigentlich, wie gesagt, kein Mensch bin, der sowas jetzt direkt interessant findet. Und auch noch nie war, um es mal so zu sagen. Ich habe mich noch nie wirklich für das Leben anderer groß interessiert. Also, jetzt nicht darauf bezogen, dass ich mich nicht für andere interessiere, sondern einfach, dass, wenn jemand erfolgreich ist oder so, dann ist doch klar, dass dieser Erfolg nicht von irgendwas kam, sondern jeder dafür irgendwas irgendwie gemacht hat und irgendwie alles ist gut, da ist ein Auto rausgefahren, Alter. Nee, aber Erfolg kommt ja niemals bei egal wem, wenn ein Typ in seinem späteren Leben erfolgreich ist, kommt das immer einfach nur durch Arbeit. Also wirklich bin ich zumindest der festen Überzeugung von, dass sowas nicht von nichts kommt. Und wenn man irgendwie Erfolg hat, dann wird davor immer irgendein steiniger Weg gelegen haben, wo man sich durchbeißen muss, wo man manchmal die Zähne zusammenbeißen muss. Und das ist nicht manchmal so, sondern das ist immer bei jedem so, dass du diesen Weg einfach hast oder gehen musstest, um da zu stehen, wo du jetzt bist. So, was man ja immer denkt oder was ich mir manchmal auch denke, was nie stimmt, so bei Newcomern oder so, wo kommen die her, wisst ihr, wie ich meine? Und dann denkt man ja nicht daran, dass sie irgendeinen Weg gegangen sind, sondern als sie einfach plötzlich da waren und gefühlt nichts dafür getan haben, was ja, das ist der reinste Bullshit. Selbst irgendwelche Newcomer-Rapper, die kommen nicht von einfach her und haben in ihrem Leben nichts dafür getan und ein Video hochgeladen und dachten sich dann, Alter, geil, Junge, jetzt kann ich den Song producen, sondern auch die haben da vorher irgendwas durchlebt oder irgendwas gemacht dafür. Naja, aber um mal zurückzukommen auf das Hauptthema, das Ding ist, ich bin, wie gesagt, eigentlich der festen Überzeugung immer, dass die Leute halt was dafür gemacht haben. Und so ist es ja bei Prinz Markus auch wenn es, etwas umstritten ist, was er wie gemacht hat. Und ich will da auch nicht jetzt groß drüber reden. Aber ich finde es immer krass zu sehen, wie Erfolg, vor allem bei ihm ist es, denke ich, so Erfolg die Menschen verändert, ne? Also das ist ja wirklich bei ihm zu sehen. Manche haben das gelernt, manche haben von den Fehlern anderer gelernt und auch gelernt, dass man sich, egal wie erfolgreich man in Anführungszeichen ist, dass man sich deswegen nicht irgendwie verändern sollte oder seine Art nicht verändern sollte. Und ich habe mir auch schon vor einiger Zeit gesagt, egal wie viel Erfolg du irgendwann hast, egal wie viel Erfolg du haben wirst oder wie sehr du dich dafür reinhängen musst, um Erfolg zu haben, das Einzige, was da nicht kaputt gehen darf, ist dein Kopf, dein Geist. Und dein Geist ist immer das, was du bewahren musst. Und glaub mir, Stress durch Erfolg, durch die Arbeit, die man dafür machen muss, ist das, was dein Gehirn so hart ficken kann. Wenn du da nicht aufpasst und einmal in irgendwas verfällst, was nicht gut für dich ist, was Stress durchaus sein kann, es gibt die Sorte von Stress und die andere Sorte und eine Sorte davon ist definitiv nicht gut für dich. Und wenn du einmal, wenn es einmal Schnipp macht und du da einmal rein verfällst und einmal da raus bist, bist du so schnell richtig raus, wenn du nicht aufpasst und es passieren sollte, dass du wirklich in so ein, in so ein Sog fällst, so kann man das fast nennen, in so ein Sog fällst, der dich immer weitermachen lässt, du musst immer mehr machen, du willst immer, immer mehr machen, immer besser werden. Und irgendwann hat dich das so gefangen, dass du da nicht mehr rauskommst. Beziehungsweise du denkst oder du redest dir selber ein, dass es übelst gut ist, was du tust, obwohl es der größte Bullshit ist, weil du alles in deinem Leben vernachlässigst. Und mit alles meine ich alles. Und glaub mir, wenn man alles vernachlässigt, was wirklich wichtig ist, dann ist das irgendwann einfach, dann wird irgendwann deine Psyche einfach komplett gefickt. Und du wirst, ohne es selber mitzubekommen, zu einem Menschen, der du nicht sein willst. Und irgendwann wird dieser Mensch normal für dich. Und dann ist der Punkt gekommen, und der ist meiner Meinung nach bei Prinz Markus auch gekommen, dann ist der Punkt gekommen, wo du den Weg zur Realität verlierst. Wo du dir so viel Stress gemacht hast, dass du logische Zusammenhänge, den logischen Menschenverstand einfach verlierst. Weil du durchgehend nur an dieses eine gedacht hast. Und nicht mehr dieses normale, wie es eigentlich sein sollte, das übersiehst du einfach, das siehst du nicht mehr, wisst ihr, wie ich meine? Und da muss man riesig vorher aufpassen, da muss man so doll aufpassen, weil wenn das mit dir passiert und du dann nicht wenigstens in dieser Phase, wo es passiert, einen Anschluss bekommst, wo es klack macht, wo du dir denkst, fuck, scheiße, Digga,
Ich mache hier gerade übelst die Fehler, weil ich einfach nur irgendwas hinterher renne, wo ich gar nicht solo rennen muss, beziehungsweise mir einfach mal Zeit für mich nehmen muss, um daran nicht kaputt zu gehen, um meinen Geist zu bewahren. So, wenn du diesen Punkt nicht hast und in diesem Sog steckst und das wirklich passiert, dann bist du raus. Dann bist du wirklich raus. Jo Leute, hier ist jetzt der Valaisch aus dem Schnitt. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich habe das mit meinem Mikrofon übrigens jetzt gefixt. Aber die nächsten 2 bis vielleicht sogar 3 Tage wird es leider noch so sein. Ich entschuldige mich auch dafür extra. Ich glaube, ich lag danach eine Stunde auf dem Bett und war richtig mad wegen mir, weil ich, Alter, ich finde das so scheiße, wenn man die Klicksound so laut hört. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Morgen kommt der zweite Teil und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Es wird echt interessant. Ist auch echt spannend. Ich hatte auch echt Spaß beim Schneiden. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde. Und ich scheiß auf alles!